So, Hallöchen zusammen zu einer neuen Folge Handschaudern. Hallo. Willkommen. Und gehen wir einfach mal rechts, Vielleicht geradeaus. ein bisschen, ja, geradeaus, oder? Weil rechts geht es wieder in den Sumpftempel und da will ich irgendwie nicht hin. Ah ja, genau. Ja. Ich sehe das schon wieder. Jetzt gehen wir wieder links und dann ist rechts oben im Sumpftempel der Assassine. Aber Scuba Lake, ja. Ich sehe schon kommen. Ich dachte, ich habe schon andere Spieler gesehen, da hinten über die Straße laufen. Das wäre hart gewesen. Vielleicht waren da welche. Aber das hatten wir hier schon mal, deswegen, dass die wirklich 50 Meter neben uns gespawnt sind eigentlich. Und wir laufen los und gehen zur Straße und dann sind da schon die nächsten Gegner. Ja, dann. Oder ich höre schon, was ich durch den Giftspritz rein. Oh ja, da ist er. Ich verstecke mich kurz. Ist noch mehrere? Gut, dann hol mal LOL! die. Was? Scheiße, ich habe keine fucking Ausdauer, du musst mir Okay, kurz ja. helfen. Alles gut. Die sind verbuggt. Die sterben nicht. Nicht doch, so ein Stück. LOL. Hey. Aber gut, ich gehe da aber nicht. Hä? Aber brennst du nicht? Hier brennt der. Ich weiß nicht, brennt auch, aber ich fange ganz brennen, Gott sei Dank. Okay, krass. Hunde noch. Ist nicht schlecht. Also der Sumpf ist schon mal ein bisschen ausgeschlossen. Aber nur leicht. Ja, perfekt. Da. Ja, dann eigentlich links halten. Ich weiß nicht, weil rechts sind zwei Hinweise. Und aber es das heißt eigentlich nicht immer was. Ja, nee, nicht immer. Ja gut, wir gehen links kommen. Weil wir cool sind. Na, scheiß auf die Raben. Ja, ehrlich. Das sind ja nochmal Raben. Ja, ehrlich. Und das ist ein Hunde, ja. Was soll's? So ein fettes Viech. Lauf einfach weg, weil dann können sie uns auch nicht mehr lokalisieren. Auch wenn sie die Hunde finden, sind wir ja schon längst über alle Berge. Oder unter die Berge, je nachdem. Aber ich bin gerade so unvorsichtig. Ja. Aber es ist halt auch gerade schwierig hier. Ja, ja, ne, hier eine Deckung zu finden ist gerade ein bisschen. Und darum denke ich, ich laufe vielleicht lieber schnell durch. Ja, das stimmt, weil da schießen sie gerne doch lieber mal daneben. Wenn sie uns angreifen. Ist es. Wo ist denn das? Ach, du bist ja noch hinten. Ja, ich bin extra ein bisschen das hinten ist bei mir geblieben. hier. Ich bin extra ein bisschen hinten geblieben. Falls du das Haus ist gerade verbuggt bei mir. Ich kann gerade in das Haus reinschauen. Schau, andere Spieler! Andere Spieler! Einen habe ich getroffen. Noch einen getroffen. Ich sehe einen anderen Spieler, er wird verfolgt. Einer ist tot. Einer ist tot. Ich wünschte, ich könnte jetzt die Leiche anzünden. Kriegst du den anderen? Ich hab den anderen, Oh, gut. Gut. Boah, das Monster hat mir gerade so das Arsch, den Arsch gerettet, ey. Aber ich versuch das. Schießt du immer noch? Ja, ich versuch das nicht zu killen, Gott. Ach, fucking Viech. Ich loot den schon mal. Wow! Was? Fuck! Was? Oh fuck, Alter! Jetzt stirbst du an dem Viech, oder? Alter, ich brauche Hilfe! Monster, lass mich doch durch! Oh Gott! What the fuck, Alter, wie viel Pech kannst du haben? Wo ist okay, der andere? Das war's grad. Wo ist die andere Leiche von dem Typen? Hier, okay. Aber die müssen wir eigentlich jetzt nicht verbrennen, oder? Nee, die sind. Mal beide tot. Ja. Wo war denn der andere? Hier hinten, komm. Oh, schön viel Munition hier. Hier. Perfekt. Ey, ich hab jeden Schuss. Ich glaube, ich hab fast jeden Schuss getroffen. Alle drei. Den einen habe ich verwundet. Nee, bei mir war es eher anders. Voll geil. Okay, wo ist jetzt. Hast du den Hinweis schon? Nee, das war im Haus, wo du gerade warst. Wolltest du nicht mitnehmen, oder? Da waren gerade extrem viele Gegner drin und ich hatte einfach keine fucking Ausdauer mehr.
Alter. Junge, sag doch, dass der immer noch da drin ist. Ja, das war gerade echt übel bei mir. Boah, Alter. Weil das fette Viech hat mich irgendwie verfolgt, wenn ich rein, dann waren da, war nochmal eins. Ah, okay, wir hätten gemacht, noch mal zwei. Wir hätten in die andere Richtung gehen sollen. Scheiße. Egal. Ja, dafür haben wir jetzt zwei Gegner gekillt. Ja, das stimmt. Aber komisch, dass das gelaufen ist. Wir laufen relativ unvorsichtig dahin, dann sehen wir die zuerst, bevor die uns sehen. Dann fange ich an zu schießen sofort. Oh ne, da geht's nicht lang. Doch, hier, einfach aufmachen. Und ich treffe die auch direkt. Cool. Hatte relativ gute Deckung. Nein, wir hatten Vorteil. Alter, ich verkack's gerade richtig hart gegen die Monster. Ich lauf mal dahinter übers Freifeld. Oh Gott sei Dank, Alter. Ich komme mal in deine Richtung. Ich gehe mal in den Wald rein. Weil ich ein bisschen sicherer bin. Wir schon mal zwei ausschließen. Okay, das ist gut. Und irgendwer schießt schon heftig. Also, ihr könnt sein, dass die schon kämpfen gegen irgendwas. Ja. Jetzt müssen wir da über den Sumpf. Ach, shit, da über die Brücke. Hoffentlich sind da keine Viecher. Dann könnten wir irgendwie rüberschwimmen, aber. Gefährlich. Boah, die Schüsse sind nah. Die kämpfen ja. Halt gegen den. Ja. Ja, was? Achso, du. Boah. Ja. Boah, das ist richtig nah. Das ist aber auch unsere Chance, den hinten reinzufallen. Da sind Raben, die will ich eigentlich nicht. Scheiße. Müssen wir hier rüber. Hm. Oh, richtig schön durchs Wasser durch. Ja, aber. Ja. Da noch nebeneinander. Das erwartet niemand. Musst du positiv sehen. Oh nein, Hunde. Wenn man doch vorbei. Du hast doch auch Tier gesehen. Ja, aber. Bisschen weiter weg, also nicht direkt daneben. Meinst du, das war bei der Alice Farm, die Busse geschossen haben, oder? Kämpfen nee. Die schon? Obwohl. Nee, nee, nicht bei der Alice Farm. Die Raben sind weg, die Raben sind weggeflogen. Die da hinten. Am Zaun. Achso, ja, wegen dem Monster. Okay, passt schon. Direkt 270. Rechts, rechts, hinter der Feuertyp. Alter. Oh, Alter. Lull. Ja, aber ich mag den mal stehen lassen eigentlich. Ja. Ich versuche da mal rüber zu schleichen. Oh, schleichen ist gefährlich. Oh, weil links Hunde und so. Ah. Oh, ein bisschen besser. Wieso auf einmal keine Schüsse mehr? Das ist vielleicht doch gegen andere Spiel gekämpft. Holen wir uns den Hinweis einfach mal, würde ich sagen, oder? Wo ist denn der Hinweis? Ach ja, da. Nee, wahrscheinlich. Tja. Oh. Das ist jetzt. Warte, ich mich. Ah, scheiße, das sind die Hunde, nein. Dann gehe ich darüber. Ich lasse dich mal ein bisschen vorlaufen. Oh, und da ist noch so ein fetter Viech. Ja. Oh, und da ist ein Raum. Und das sind Hunde? Ich komme nach. Okay. Oh. Okay, die sind jetzt bei Port Recker. 100 Pro. Ah, fuck. Das ist ein Blutegel. Ist es mal hier drinnen oder? Ja, ja. Ich könnte mal hier hochgehen. Warte, ich mach hier auf. Achtung, ich bin. Oh, okay, das ist gefährlich. Ich geh. Ach, du gehst hoch, okay. Okay, ich bin schon mal drin. Aber es ist unten. Ja. Na gut, dann geh ich mal unten schon rein. Ich nehme mal die Leiter. Bitte keine Falle. Meine Güte, also. Du bist schon drin, oder? Moment, wo ist los?
Bin ich im falschen Gebäude hier oder was? Im falschen Gebäude, oder? Ah, ach, das ist mal. Was ist das denn? Ach, das ist doch draußen. Lull. Okay. Ah, meine Güte. Ja, lol. Hier. Da ist es. Aber laut. Und so ein fettes Vieh. Vorsicht. Was? Hast du's? Nein. Ja, jetzt. Das regelt eigentlich nur auf Geräusche. Oh Gott! What? Alter, dass der da reinlaufen kann. Ich war gerade kurz geschockt. Hat er dich gut erwischt, oder? Ja, Hälfte. Moment, die können wir hier gar nicht mehr. Der Blutigel ist schon mal. Der Blutigel, der sitzt jetzt richtig blöd. Aber es ist gerade. Oh! So, wo ist er denn? Achso, mit der Axt. Ja, das ist vielleicht gar nicht mehr so. Ja, aber das Problem ist, sind immer diese Blutigel, diese Kleinviecher. Warte, ich bin jetzt. Okay, vielleicht doch. Oh, ich bin tot, wenn er mich nochmal. Ich hab dreimal daneben gehauen mit dem Ding. Ich bin tot, wenn er mich nochmal erwischt. Hab ihn. Vorsicht, das ist ein Viech. Das ja, ich muss mich noch heilen, weil das geht so, gar nicht. Warte, ist einfach abhauen. Am besten wäre, wenn wir jetzt hier irgendwo Leben finden, weil dann bräuchte ich meine Ding nicht. Hier in der Ecke ist. Was? Wo? Hier. Hier. Das ist sehr gut. Aber es hier wird schon. Und abhauen. Achso, das ist gar nicht bei Portrecker. Lol. Hey, das ist ja. Ja, gut, aber ich glaube. Das kann man so schlecht im Einschätzen. Ja, früher hatte ich das Gefühl, dass es besser geht. Okay, geht dann hier mal rauf. Ah, oh. Okay. Das ist ja unseres, oder? Boah, kann man eigentlich direkt angreifen. Weil sonst sehen sie uns eh. Ja. Oh, das ist unten in dem Keller da, oder? Oh nein. Oh, das ist. Da können wir richtig gut beschützen. Wie geht's denn da rein? Weißt du das noch? Ja, und. Vor allem, ich hab da immer irgendwie. Ah, nee, das stimmt gar nicht. Das war gar nicht in dem. Stimmt gar nicht. Das ist gar nicht in dem. Ich weiß es gerade gar nicht. Ach so. Ich bin gerade ein bisschen. Oder? Doch. Hier geht's runter, glaube ich, oder? War das doch hier unten? Jo. Hilft ja nichts, oder? Boah, aber die Kasse dürfen wir jetzt nicht öffnen. Ah, so verlockend. Da ist aber ein Monster. Das ist halt hier die Schwere. Du weißt nie, ob es unten ist, ob es oben ist. Ja, aber es wird ziemlich verschrecken. Boah, das Wasser ist so laut. Ja, ja. Kann man da vorbeischleichen. Oder die sind jetzt hier oben drin. Doch, das könnte hier oben drin sein. Soll ich die Leiter hochgehen? Da hat jemand die Dampfmaschine auch gemacht. Nee, hier ist es nicht. Okay. Oh, shit. Ach, hier. Mist. Oh, nein, oder? Hä? Was? 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 Ich... Warte, geh du durch. Vorsicht hinter dir, Explosion. Die sind hier drinnen. Waren gerade Explosionen oder sowas? Also hier haben sie gekämpft, das sieht man. Die sind oben. Aber oder? Gegen was kämpfen die gerade? Ein anderer Spieler. Meinst du? Ja, oben, hier ist die Verbannung. Direkt über mir. Weil ich sehe das durch den Boden. Lol, könnte ich das da nehmen? Das wäre so fett.
wenn ich das von hier aus nehmen könnte. Hier geht's auch eine Treppe nach oben. Sollen wir zusammenbleiben oder separat gehen? Separat gehen könnten wir vielleicht überraschen, ne? Ja. Also einer ist schon mal tot. Okay, geh mal. Ich gehe jetzt hoch, ne? So langsam. Ich geh auch langsam hoch. Ich weiß gerade nicht, ob ich richtig mit einer Bulldog. Ich schieße. Ja, einer ist hochgelaufen. Eine Leiche liegt hier bei mir. Also er ist die Treppe hochgelaufen, also. Ich habe die Beute im Blick, also ich aim da mal ein bisschen hin. Du hast es im Blick? Bisschen, ja. Boah, Schrotflinte. Instant tot. Ist er unten? Tot, ja. Ne, links von dir. Der ist mir entgegenkommen. Da genau. Oh. Rechts das Geräusch. Was ist das? Wie geht's fächern? Einfach nur drücken jetzt. Ohne zielen einfach. Ohne Shift. Boah, ich seh nichts. Boah, ist gefährlich, eher. Schaden hinter dir! Hinter dir! Ja! Vorsicht, hinter dir, Schmack! Nahkampf machen! Nein! Wie? Linke Maustaste! Ja! Wo bist du? Holy shit, war die Scheiße! Oh. Boah, ich zitter grad, Alter. Alter, du lebst! Alter! Lol, was hab ich denn da für eine Kacke? Ach, der hat meine Waffe genommen. Du hast es bereits, Kopfgeld. Ich guck schnell. Kein anderer Spieler. Okay, warte, ich muss mich kurz heilen erstmal. Alter, das ist... Ich muss mich auch kurz heilen. Oh. Ich heile mich nochmal. Ich muss meine Waffe finden, ganz schnell hier. Lol. Ich guck natürlich hier schon mal. Wo ist meine fucking Waffe? Wo ist der nächste Ausgang, ehrlich? Ah, da. Oh, links. Boah. Raus hier. Ich will nur noch weg. Also die Runde, die war... Alter, die waren gerade richtig schlecht. Haben wir beide. Also ich hab... Du hast deine Beute. Gut, der eine hat dich getroffen, okay. Aber wie war Nahkampf? Ich weiß es nicht mehr. Du hast doch gerade Nahkampf gemacht. Ja, aber ich hab einfach nur linke Maustaste drücken. Einfach nur linke Maustaste. Ah ja, stimmt. Ich hab F, ich hab E, ich hab R, ich hab alles gedrückt. Ich hab die ganze Zeit linke Maustaste geschrien. Boah, Alter, wie viel Glück. Dass ja, der einfach hinter dir hergelaufen ist und die ganze Zeit Nahkampf gemacht hat. Ja. Hast du es nicht gehört? Dieses Oh. Digga. In die Fresse. Spaß, ehrlich. Vorhin habe ich weniger Leben verloren. Wir laufen müssen, ja, ich wollte ein bisschen oben lang laufen. Ja. Ein bisschen sicherer. Warum sind die anderen eigentlich? Die sind ganz unten. Ja, die brauche ich die jetzt laufen raus. Nicht. Die anderen laufen raus. Oh, das ist gut, weil dann haben wir vier getötet und die zwei laufen weg. Dann müssten eh nur noch wir beide sein, oder? Und dann war auch nochmal ein Toter drin. Und jetzt, dann, hä, ja. dann ergibt es aber dann sind doch mehr. Dann sind da 10 Leute drin. Wieso? Ach ja, die Beute, ich hab die Typen jetzt nicht gelootet. Achso, naja, der kriegt man eh nur ein bisschen. Ja. Der kriegt man eh kein Geld oder so, sondern Munition und Spritzen und so ein Zeug. Was hier halt so da schön dabei ist. Hm. Oh, leck, Alter, das. Also, ich hätte echt gedacht, du verkackst es gerade richtig hart. Ich hab's echt schon gesehen. Ja, ich auch. Also, dass ich den einen gekillt hab mit dem Revolver, das war fett. Das Lustige war, dass du einfach das so,
geduckt warst und hat irgendwie immer oben auf vorbeigeschlagen irgendwie. Oh, ich habe keine Ausdauer. Ausdauer. Dankeschön. Das waren echt gerade, also blöd gesagt, zwei Noobs gegeneinander gerade. Eigentlich schon, ja. Du hast auch irgendwie so langsam gedreht. Du hast so langsam rumgeschaut. Das hat mich gerade ganz irritiert. Das hat mich ganz... Nein, oh. So langsam war es nicht, Alter. Komm, du, also, du kennst es. Was in der Panik du verfällst, wenn plötzlich da... Weil ich war ja, zu ja, zweit. Ja, du hast dann gesagt, der hat eine Schrotflinte. Dann war ich eh schon so Angst und hab dann einen Revolver genommen, weil ich dachte mir, dann kann ich ein bisschen besser im Nahkampf hantieren. Hä? Der hat dann aber auch meine Waffe genommen. Weil, so viel Glück. Weil ich muss dann auch... Boah, die anderen zwei, die beißen sich, glaube ich, auch gerade richtig in den Arsch, ne? Ja. Der eine, dass er eigentlich versucht hat, die ganze Zeit Nahkampf zu machen bei dir. Und dann gefühlt 7-mal daneben geschlagen hat. Aber du musst auch sagen, dass ich den einen mit einem Revolver gekillt habe, das war geil. Dass ich den so schön getroffen habe unterm Laufen eigentlich. Ja. Das war geil. Und dass der eine hinter mir war. Oh, Alter. Dass der eine hinter mir war. Gut, das habe ich nicht wirklich gecheckt. Das habe ich nicht ganz gerafft. Aber dann natürlich, als du es mir gesagt hast, war das natürlich Panik pur angesagt. Ich glaube, der hatte auch Panik. Ja. Also, so muss man vorstellen, wie er sich da gefühlt hat oder so. Weißt du, so, ja. Er hat die Beute, wir greifen an. Weißt du, es ist, als würden wir angreifen und der will es ja nicht verlieren, ne? Ist klar, ne? Danke. Eigentlich können wir jetzt farmen, weil... Ja gut, nee, ich mach lieber raus. Ganz ehrlich, wir haben 4 Kills. Das bringt richtig Punkte. Mit Beute. Oh, was für eine Runde. Ich guck mal lieber. Gut, nichts. Oh, da bin ich jetzt, also wenn ich mir dasselbe jetzt nochmal angucke, dann bin ich jetzt echt gespannt. Holy moly. Oh. Du hast wahrscheinlich das gar nicht richtig gesehen, wie der andere das verkackt hat. Doch, ich habe ja gesehen, wie er da unternehmen geschlagen hat. Deswegen dachte ich eigentlich, ich bin tot, weil ich habe nicht... Alter, der hätte einmal nachladen müssen, ne? Du wärst tot gewesen, du hast dich ja nicht mal geheilt oder sowas. Nee, deswegen... Und Ich glaube, das war irgendwie auch gut, Glück gesagt. Ich glaube, dass das gut war. Hätte ich mich geheilt, hätte ich keine Waffe in der Hand gehabt, die hätten mich überrannt. Ja, weil der andere war relativ nah bei dir, also... Eben, die waren beide unten, der eine stand da hinten. Ich muss aber ehrlich sagen, der eine, den ich dann mit dem Revolver gekillt habe, ich dachte, das war der, der mir dann hinterher... Also, ich wusste, dass einer, ich dachte, der rennt außen rum. Das war das Ding. Ich wollte gerade schießen, ich habe mich nicht getraut, weil du so vor die ganze Zeit links, rechts, vor meinem Lauf gelaufen bist. Das wär's jetzt noch. Nein! Ah, einer im Norwich. Gott sei Dank. Oh, die Runde, die hat mich jetzt fertig gemacht. Oh, shit. Oh. Gott. Ah, den hab ich schön mit dem Revolver getroffen. Ja, richtig schön. Unterm Laufen eigentlich auch noch, ne? Ja, unterm Laufen. Ja, und ich dachte halt, ich habe ja das Fächern und dachte mir, vielleicht, wenn der mit der Schrotflinte kommt und er einmal daneben schießt, hätte ich eine gute Chance mit dem Fächern direkt killen. Das stimmt. Ja. Deswegen habe ich den Revolver in die Hand genommen. Aber, ja. Gut, dass der dann leer ist, das war dann. Ja. Da war Panik wieder angesagt. Ja. Oh. Alter, da ist gerade so viel schief gelaufen. Leere Waffe, die andere. Aber ich glaube, es war sogar ein Fehler von ihm, meine Waffe zu nehmen und nicht die Schrotflinte zu behalten. Das verstehe ich sonst nicht. Wärst du, glaube ich, tot gewesen. Ja, das verstehe ich sowieso nicht, wie der eine andere Waffe nehmen konnte. Ja gut, vielleicht hat er keine Munition mehr gehabt. Achso, das weiß ich nicht. Das weiß man ja nie, ne? Da habe ich nicht aufgepasst. Hä, hey, wann haben die Rudi gekillt? Ist doch ein Kill? Ja. Ach ich nee, das sind ja die Dinger beim fetten Typen, ne? Das ist gar nicht das Wasserzeug. Ja, genau. Das Bild sieht so identisch aus irgendwie. Hui! Drei? Nein, okay. Vier gekillt, ja. Teammitglied wiederbelebt. Von den Punkten her relativ wenig, das überrascht mich gerade. 800 Punkte habe ich. Jäger. Und dann noch extra. Das waren über 1000 Punkte für die Jäger. Glaube ich. Naja, aber wir haben gerade weniger Punkte bekommen wie bei der Runde davor. Hm. Ah. Ja, weil wir haben nicht alle Hinweise gesammelt. Ah, wir haben nicht den Boss gekillt. Doch, ja, aber so. Alle Hinweise haben. Aber wir haben den nicht gekillt, wir haben den nicht verbannt. Stimmt. Ja, wir sind nur damit reingekommen. Stimmt.
Oh, ja. Uiuiui. Das war jetzt eine spannende Runde. Ja, ich bin hier nervenaufreibend. Sehr nervenaufreibend. Na gut, naja. Dann vielen Dank fürs Zugucken. Dann sieht man sich hoffentlich auch wieder bei der nächsten Folge. Tschüssi. Ciao.